In Sachsen vollzieht sich ein Wechsel an der Spitze des Freistaats. Tillich gibt die Macht an einen Jüngeren ab. Doch wer ist der Neue, der sich gegen die AfD behaupten muss? Archiv: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, L., und der bisherige Generalsekretär der Landespartei und designierte Sächsisch-CHI-Ministerpräsident Michael Kretschmer, beide CDU, sitzen am 25.10.2017 in Dresden, Sachsen, vor Beginn der Konferenz der Verantwortungsträger der Sächsischen Union nebeneinander. Zu Deutsche Presseagentur Quelle: Deutsche Presseagentur, der bisherige CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Der muss zeigen, was er kann. Für die sächsische CDU geht es um viel, wenn nicht um alles. Nur anderthalb Jahre bleiben Kretschmer bis zur nächsten Landtagswahl, um Dinge zu verändern. Gelingt das nicht, ist zu befürchten, dass die Protestpartei AfD die Lücke füllen wird. Zäsur in der sächsischen Nachwendegeschichte: bei der Bundestagswahl am 24. September wurde die AfD stärkste Kraft im Freistaat mit 27%. Die CDU, die sich seit 27 Jahren satt und sicher an der Spitze in Sachsen wähnte, landete 0,1 Prozentpunkte dahinter. Obwohl es bei der Wahl nicht vorrangig um ihn ging, zog Stanislaw Tillich im Gegensatz zu anderen die Konsequenzen und trat zurück. Es muss wohl auch hinter den Kulissen so einiges passiert sein, das den ansonsten so verlässlichen und berechenbaren Mann zu diesem unerwarteten Schritt bewog. Erfolg in Bundesland: AfD stärkste Partei in Sachsen, Suche nach Datum. Von Thomas Bersch: auch für Michael Kretschmer war dieser 24. September schicksalhaft. Der bis dahin stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag verlor sein Mandat ausgerechnet an einen AfD-Mann. Die bitterste Stunde seiner politischen Karriere.